ist Paul Panzer. Haben Sie einen Mixer? Ich könnte Ihnen mal einen grünen Schmusi machen. So, gleich geht's los. Wir sind jetzt hier in der Messehalle in Frankfurt an der Oder und gleich treffen wir meinen Doppelgänger Paul Panzer. Warum Paul Panzer? Er ist so ein bisschen, finde ich, authentischer und... Paul Panzer gefällt mir, weil er den Dialekt, der immer so schön rausmacht. Diese Sprachfehler, sage ich jetzt mal, die er manchmal hat, sind eigentlich sehr lustig. Wie er über seine Frau und seinen Sohn so schön erzählt. Hallo! Ach der! Ja. Was macht denn ihr hier? Was ist das Bild? Du siehst wirklich aus wie sehr ich. Schön. Ja? Hallo. So ein bisschen. Er sieht nicht ganz so gut aus, aber es ist schon eine Ähnlichkeit da. Er ist ein bisschen jünger. Wollen wir mal tauschen? Wollen wir tauschen? Sehr schmutzig, ohne Ende. Ja, ja, das ist. Ist das so der Trick? Ich werde hier gerade verarscht, ne? Freunde, ich werde hier verarscht. Na, jetzt ganz im Ernst, wir sind hier, weil wir uns mal so ein bisschen Tipps abholen wollten von dir für den Fall, dass du mal nicht kannst, was man irgendwie... Ja, das Hemd ist schon, da bist du schon ganz weit vorne mit. Da haben wir auch lange nachgesucht, bis wir was Passendes gefunden haben. Ja, sollen wir mal, also hier, guck mal, hier sind ja so Kräutchen auf dem Boden. Und da, das ist meins, das ist deins? Das ist Ilse, unsere Kuh Ilse, ne, vom Plakat. Pass mal auf, was jetzt passiert, guck mal hier und... Schack! Verstehst du? Aus dem Licht, im Licht, aus dem Licht, in Licht, mach du mal. Drin, draußen, drin, draußen. Also so heißt mein Programm. Kannst du mal vorlesen? Also mein Programm heißt Invasion der Verrückten. Mit ein bisschen mehr Enthusiasmus, ja? Du musst ja heute Abend sagen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Invasion der... Jetzt versuch mal. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Invasion der Verrückten. Im Fernsehen? Und die Hose ist offen. Oh, da muss man natürlich direkt als Bildreporter hin zeigen und sagen, ey, da gehen wir jetzt aber rein, aber mit einem ganzen Team. Jetzt macht er mir alles nach. Sieht sehr intellektuell aus. Wird in deinem Programm gesungen, irgendwie, in deiner neuen Show? Das fehlt noch. Dann ist der nächste Schritt, oh, jetzt muss ich aber hier trommeln. Mit Wasser auf der Trommel und rotem Licht, wo die lichtroten Dinger hochspritzen. Das wäre ja nicht Stand-up, weißt du? Stand-up kommt ja, dass man einfach da steht und was erzählt. Das hier ist ja nur Beiwerk. Du bereitest dich im Grunde gar nicht vor. Bist jetzt hier, also es geht das nicht los. Ich mache ja nichts anderes als auftreten. Ich kann das auch am besten. Leute zum Lachen bringen. Was macht dich denn traurig? Ach, ganz viel. Ja, wenn ich manchmal mit dem Auto fahre und so eine große Libelle an die Scheibe klatscht, dann habe ich, denke ich, schon, ja, wartet da zu Hause die kleine Libelle auf ihre Mama. Wäre das nicht mal was für eine neue Show, so eine Outdoor-Geschichte? Würdest du sowas mitmachen? Irgendwie so eine Reality-Geschichte, Outdoor? Nein. Reality denke ich immer gleich so an diese Formate, die ihr ja auch immer so gut findet. Ne? Hier Dschungel. Finden viele gut. Ja, ich weiß. Es ist ja auch Brot und Spiele. So könnte ein neues Programm heißen. Ich würde nie einfach so plump Werbung machen. Du hast die ganze Zeit Bild auf dem Ding stehen. Ne? Ich hätte das besser, hätte ich mir umgehängt an so einer Kette. Dann würde ich sagen, schönes Leben noch. Und ganz liebe Grüße an alle Bild-Online-Guckerinnen und Gucker. Und ihr habt recht, er sieht ein bisschen aus wie Paul Panzer. Ja. Jünger halt.